Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Exzellenzen, Herr Professor Kahner, lieber Kollege Dr. Höchtl, hochgeschätzte Damen und Herren. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und auch das Wort zu ergreifen. Und ich habe diese Einladung wirklich gerne angenommen. Geschichte, Zeitgeschichte und die Beschäftigung mit Zeitgeschichte halte ich für außerordentlich wichtig und erfreulicherweise auch für außerordentlich interessant und lehrreich. Daher bin ich glücklich, dass dieses Symposium des European Remembrance Institutes, wenn es richtig ist, hier sich in Wien nahe beim 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Österreich stattfindet. Mit anderen Worten, diese Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt statt, wo zeitgeschichtliche Diskussionen zu den Ereignissen vor 70 Jahren besonders intensiv und konzentriert geführt werden. Herr Vorsitzender, Geschichte diskutieren heißt ja wohl auch die Frage stellen, ob und was wir aus der Geschichte lernen können. Und ich selbst gehöre zu jenen Optimisten, und ich habe das immer wieder zum Ausdruck gebracht, die fest überzeugt sind, dass der berühmte pessimistische Satz von Ingeborg Bachmann, wonach die Geschichte ständig lehrt, aber keine Schüler findet, unzutreffend ist. Ich bin vielmehr der Meinung, dass die Menschen sehr wohl aus der Geschichte lernen und dass manche Lehren der Geschichte so nachdrücklich und intensiv sind, dass man gar nicht anders kann, als daraus zu lernen und Konsequenzen zu ziehen. Es ist zum Beispiel meine feste Überzeugung, und ich glaube, das kann man einfach politisch, faktisch nachweisen, dass die Geschichte der Zweiten Republik Österreich unter anderem auch deshalb einen insgesamt sehr positiven Verlauf genommen hat, weil viele Lehren und Erfahrungen aus der Ersten Republik Berücksichtigung gefunden haben und einen Beitrag zu einer besseren und positiveren Entwicklung geleistet haben. Verkürzt kann man fast sagen, die Zweite Republik ist aufgrund der Lehrmeisterin Geschichte so etwas wie eine Antithese zur Ersten Republik. Sehr vieles von dem, was in der Ersten Republik, ich spreche immer von Österreich, gründlich falsch gemacht wurde, hat man in der Zweiten Republik besser gemacht. Und da gibt es eine lange Liste von konkreten Beispielen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 70 Jahren also markierte der Sieg der alliierten Truppen über die deutsche Wehrmacht und deren Verbündete das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, das Ende der Diktatur des Nationalsozialismus und die Wiedererrichtung eines selbstständigen und demokratischen Österreich. Das ist sehr schnell gegangen, da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt und da sind auch interessante Unterschiede zu Deutschland sichtbar geworden, wie sich das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Bau einer Nachkriegsordnung in Deutschland anders gestaltet hat als in Österreich oder in Österreich anders gestaltet hat als in Deutschland. Dieser vor 70 Jahren zu Ende gegangene Krieg war wohl die größte europäische Tragödie im 20. Jahrhundert und eine solche Megatragödie hat natürlich viele Fragen zur Folge. Zum Beispiel die Frage, wer trägt die Verantwortung,
Wer waren die Opfer? Wer waren die Täter? Diese Antworten sind ja im Allgemeinen und im Großen und Ganzen völlig klar und eindeutig. Ich brauche das gar nicht wiederholen, wer den Zweiten Weltkrieg begonnen hat, wer die Diktatur errichtet hat, wer überfallen wurde, wer sich verteidigen musste, etc. Nicht ganz so klar war das im Falle Österreichs, wo sich erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Österreich gleichzeitig eine Nation von Opfern und Tätern oder von Tätern und Opfern war. Sahen die einen Österreich als erstes Opfer Hitler-Deutschlands durch die Ereignisse im März 1938, die ich nicht beschreiben muss, so konnten andere nicht vergessen, dass die wohl überwiegende Mehrzahl der Menschen in diesem Land damals, 1938, den Einzug der deutschen Truppen überschwänglich begrüßt hatte. Dazu kam, dass überproportional viele Österreicher, hier muss man glücklicherweise eigentlich nicht sagen, Österreicherinnen und Österreicher, weil das war damals eine männliche Domäne, an den Verbrechen des Naziregimes, zum Teil in führender Position, aktiven Anteil hatten. Diese Zerrissenheit hatte zur Folge, dass es eben lange gedauert hat, bis der Blick auf die Jahre zwischen Anschluss und Kriegsende einigermaßen frei von Schönfärberei, von Relativierungen, von Vertuschungen, aber auch frei von nachträglichem Verdrängen war. Es ist viel darüber nachgedacht, geforscht und publiziert worden, wie es eigentlich kommen konnte, dass die Opfertheorie, die First Victim Theory, in Österreich so wirkmächtig werden konnte und sich lange Zeit als die vorherrschende andere Ansichten überdeckende Interpretation halten konnte. Dazu vielleicht einige Anmerkungen. Der stärkste Grund lag, wie schon gesagt, darin, dass der sogenannte Anschluss 1938 tatsächlich durch den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in das Gebiet der Republik Österreich vollzogen wurde. Eine Handlung, bei der es rein völkerrechtlich gesehen einen Täter und ein Opfer gab. Täter war die deutsche Wehrmacht bzw. das Deutsche Reich. Opfer war die Republik Österreich als bis dahin selbstständiger Staat. Darin liegt ja auch der Kern der Opfertheorie. Dass aber das österreichische Bundesheer keinen einzigen Schuss zur Verteidigung des Territoriums der Republik abgegeben hat, und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine schwierige Entscheidung ist, ob man einen Befehl gibt, in einen an sich aussichtslosen Verteidigungskrieg zu gehen. Es ist nicht leicht, die Entscheidung zu treffen, aber Faktum ist, das österreichische Bundesheer hat dem Einmarsch keinen Widerstand entgegengesetzt, dass die einrückenden deutschen Truppen von der Bevölkerung in ebenso beschämender wie unleugbarer Weise bejubelt wurden und dass es in den ersten Wochen und Monaten nach diesem Anschluss auch keine erwähnenswerten Widerstandshandlungen oder Widerstandsaktionen größeren Ausmaßes gegeben hat, steht eben auf der anderen Seite der Bilanz. Dazu kommen dann später die Formulierungen der Moskauer Deklaration von 1943. In dieser Deklaration wird den Österreicherinnen und Österreichern versprochen, dass nach dem Sieg über Hitler-Deutschland ein selbstständiges Österreich in den Grenzen von 1938 wiederhergestellt werden sollte, wobei aber, denn mit diesem Satz war es ja nicht zu Ende, was an die Adresse Österreichs gesagt wurde, wobei aber ein entsprechender Anteil Österreichs im Kampf gegen den Hitlerfaschismus und im Widerstand gegen das NS-System eingefordert wurde. Nach der Niederlage Hitlers und der Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945 wurde sowohl von den Sowjets
als auch von der neu gebildeten österreichischen Regierung auf die Moskauer Deklaration verwiesen und damit die Opfertheorie neuerlich untermauert. Was damals ja nicht nur der Gefühlslage der Antifaschisten und der Nazi-Gegner in Österreich entsprach, die sich ja wirklich als Opfer eines politisch feindlichen Regimes betrachteten, sondern zu diesem Zeitpunkt auch im Interesse der Mittäter und Mitläufer des Hitler-Regimes in Österreich lag. Je mehr Opfer, umso weniger Schuldige. Wenn alle Opfer waren, im Idealfall, war niemand schuldig. Der Satz, der Anschluss kam von außen, die Befehle kamen von oben, wir waren die Opfer, hat damals weite Verbreitung gefunden. Unterstützt wurde dies durch den Umstand, dass die beim Aufbau der Zweiten Republik politisch Verantwortlichen, die ja alle noch die Entwicklung und das Scheitern der Ersten Republik persönlich mitgestaltet, vielleicht sogar mitverantwortet haben, dass die Fehler der Zwischenkriegszeit nicht wiederholen wollten. Ganz konkret wollte man in der äußerst schwierigen, ja gefährlichen Phase des staatlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbaus nach 1945 die Gefahr eines allzu heftigen Parteienstreites und innerer Erschütterungen möglichst ausschalten oder zumindest eindämmen. Daher das Konzept einer Allparteienregierung am Anfang oder zumindest einer möglichst breiten Zusammenarbeit unter Einschluss möglichst vieler politischer Kräfte. Daher auch das Konzept, weniger sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, als aktuelle und zukünftige Aufgaben in Angriff zu nehmen. Mit einem Wort, die Koalitions- und Versöhnungsphilosophie wurde zur Staatsphilosophie. Daher auch das Konzept eines überparteilichen österreichischen Gewerkschaftsbundes, wie er im April 1945 gegründet wurde, und daher auch die Erfindung des Proporzes, den es ja in der Ersten Republik nicht gegeben hat und den es auch in anderen Ländern in vergleichbarer Weise nicht gegeben hat, jedenfalls nicht in der intensiven Ausprägung, wie das nach 1945 der Fall war. Daher auch eine Politik, zwar evidente, schwere, offensichtliche Nazi-Verbrechen, wenn man der Täter habhaft werden konnte, zu bestrafen, gleichzeitig aber einen möglichst großen Teil der österreichischen Bevölkerung in den Aufbau eines neuen Staates mit einzubeziehen. Es wurde ja damals auch die Kategorisierung in Belastete und Minderbelastete getroffen. Ich hoffe, das kann man richtig ins Englische übersetzen. Und die Minderbelasteten wurden sehr bald und die Belasteten auch nicht allzu viel später in das politische Leben integriert. Und wenn man mich fragt, wieso man heute in einem Abstand von 70 Jahren diesen Sachverhalt und bestimmte andere Sachverhalte wesentlich klarer sieht, als dies in den ersten Nachkriegsjahren der Fall war, obwohl ja damals der zeitliche Abstand zu den Ereignissen vor und nach 1945 noch viel geringer war als heute, dann geht mir dabei folgende Überlegung durch den Kopf. Im April und Mai 1945 hat es eine Totaländerung der politischen Situation und des politischen Systems gegeben. Mehr oder weniger über Nacht wurde, wie schon eingangs gesagt, aus einer nationalsozialistischen Diktatur eine demokratische Republik, aus einer Provinz des Großdeutschen Reiches namens Ostmark, so war das ja zur Zeit, als ich in die Schule gegangen bin, mit einem Schulbesuch begonnen habe, ein selbstständiger Staat namens Österreich.
Der Anschlussgedanke war Tod. Und Menschen, die kurze Zeit vorher noch im Gefängnis saßen, in Konzentrationslager litten, untergetaucht waren und, oder sich rechtlos aus jeder politischen Aktivität zurückziehen mussten, übernahmen über Nacht die wichtigsten politischen Ämter. Die Namen Renner, Schärf, Fiegel, Kunczak, Böhm und so weiter muss ich ja nicht aufzählen. Das waren ganz radikale Änderungen innerhalb weniger Tage oder Wochen. Was sich aber zwischen Mitte April 1945, da war noch Krieg, war noch Naziregime, und Mitte Mai 1945, der Krieg vorbei, die Nazi-Diktatur vorbei, nicht geändert hat oder nur, nein, wenig geändert hat, das war die Zusammensetzung der Bevölkerung in diesem Land. Und das waren verschiedene Denkstrukturen. Auch bei denjenigen Männern und Frauen, die vom Nationalsozialismus, dem sie anfangs zugejubelt haben, die dann enttäuscht waren, schwer enttäuscht waren, die es bereut haben, dass sie Hitler oder Göring oder Goebbels und ihrer Propaganda vertraut haben, auch bei diesen Menschen ist nicht innerhalb weniger Tage oder weniger Wochen die Angst vor dem Zusammenbruch, die Angst vor dem Bolschewismus, die Angst vor dem, was die Zukunft eines neuen politischen Systems bringen wird, geschwunden. Die Angst vor dem Feind, und das Bild des Feindes ist ja in den düstersten Formen in die Köpfe eingehämmert worden, war bei vielen viel größer als die Hoffnung auf Frieden und Demokratie. Und es gab das weitverbreitete Gefühl, dass die Hunderttausenden Österreicher, die in der deutschen Wehrmacht gedient haben, dienen mussten, ja, Zitat, nur ihre Pflicht erfüllt hatten, Anführungszeichen zu. Dieses Zitat, ich habe ja nur meine Pflicht erfüllt, hat ja eine tausendfache Rolle in den Diskussionen der Zweiten Republik gespielt. Dass es diesen Druck zur sogenannten Pflichterfüllung tatsächlich gegeben hat, ist ja nicht zu leugnen. Aber es war eben die Pflichterfüllung für eine falsche Sache, für eine verbrecherische Sache. Und die Scheidelinie ist wohl nicht in der Weise zu ziehen, dass man darüber streitet, ob die Pflichterfüllung damals unter Druck durchgesetzt wurde, sondern dort zu ziehen, ob man diese Pflichterfüllung als eine verbrecherische, inhumane Pflichterfüllung gesehen hat oder ob man sich mit dieser Pflichterfüllung identifiziert hat. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis eine neue selbstkritische Denkweise in die Köpfe der österreichischen Bevölkerung Eingang gefunden hat. Und selbst heute ist die Frage, welchen Handlungsspielraum ein Soldat in der deutschen Wehrmacht hatte, gar nicht so einfach zu beantworten. Sie waren so liebenswürdig, ein Zitat vorhin zu verlesen von der Eröffnung dieses Denkmales für die Opfer der deutschen Justiz, der NS-Justiz, einschließlich jener, die als Deserteure vor Kriegsgerichte gestellt wurden. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die Diskussion, ob man dieses Denkmal errichten soll, und noch dazu am Ballhausplatz, also zwischen Präsidentschaftskanzlei und Bundeskanzleramt, dass diese Diskussion sehr, sehr, sehr viele Jahre kontrovers geführt wurde und auch zum Zeitpunkt der Eröffnung im vergangenen Jahr das durchaus noch nicht ein völlig konsensualer Akt war, obwohl sich alle Parlamentsparteien entweder dafür ausgesprochen oder sich zumindest neutral verhalten haben. Ich denke, dass die wissenschaftliche, historische Forschung hier noch manches zu untersuchen, zu bearbeiten und aufzuklären hat. Und die Objektivität und Qualität der diesbezüglichen Historiografie
kann durch transnationale europäische Anstrengungen zweifellos erhöht werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, tatsächlich hat die Internationalisierung in der historischen Forschung hier und auch hier neue Wege gewiesen und große Fortschritte erzielt. Der unterschiedliche Blickwinkel führt dazu, scheinbar gefestigte Betrachtungsweisen aufzubrechen und neue Überlegungen oder neue Erkenntnisse zu ermöglichen. Um eine solche europäische Sicht auf die Zeitgeschichte, auf einzelne Ereignisse sowie auf ganze Entwicklungslinien voranzutreiben, gab und gibt es verschiedene Initiativen, verschiedene Aktivitäten. Und auch Ihre Arbeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, dient ganz gezielt diesem Zweck. Das europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität ist ein wichtiger und wertvoller Beitrag, um von einer verengten, allenfalls nationalen Geschichtsbetrachtung zu einer weitergefassten zu gelangen, was besonders zwischen Ländern, die eine schwierige Geschichte verbindet, eine große, aber schöne Herausforderung darstellt. Ich freue mich, dass Ihre diesjährige Konferenz nunmehr erstmals in Österreich stattfindet. Gerade in Österreich sind Anstrengungen zu einer europäischen Geschichtsauffassung willkommen und notwendig. Und ich glaube, verstanden zu haben, dass hier einige zumindest der Meinung sind, dass Österreich nicht nur Konferenzen veranstalten sollte, sondern auch als volles Mitglied mitarbeiten konnte. Und das Zieldatum 2018 ist ja eines, das für Österreich und auch für Deutschland ganz besonders historische Relevanz hat. Für die bevorstehenden Beratungen wünsche ich Ihnen interessante Diskussionen, interessante Ergebnisse und bedanke mich nochmals für die Einladung und für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Applaus